Willkommen zurück zu Let's Play Super 64 The Green Stars. Ja, ich bin zwar sehr weit gekommen jetzt offscreen, aber das letzte habe ich noch nicht gefunden. Ich habe auch nicht daran geglaubt, dass ich die anderen alle finde, aber vier Secrets habe ich gefunden. Eins, das kannte ich ja schon, das war hier drüben. Das zweite war hier hinten. Jetzt das dritte war hier. Hier hinten. Auch sehr schwer versteckt. Und eines habe ich in der Pyramide gefunden, aber das fünfte noch nicht. Ich werde jetzt in diesem Part nach dem fünften suchen und hoffe doch mal, es zu finden. Ja, so. Ja. Wo war das vierte? Das war irgendwo. Ah ja, hier. In diesem Raum, wo auch die Geheimwelt ist. Hier in der Ecke, hier in der, nein, in welcher Ecke war es? In irgendeiner Ecke war ein Secret. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr, oder wie? Ja, glaube ich aber auch. So, hier zum Safe State setzen, damit ich nicht unabsichtlich in die geheime Welt komme. Da will ich jetzt nämlich nicht rein, während ich da ausprobiere, ob da in der Luft was sein könnte. Nee, sieht mir nicht danach aus. Hier irgendwo noch ein zweites herin. Mich wird das komische Gefühl nicht los, dass da ein fünftes Secret ist. Vielleicht hier auf dieser Plattform. Dieser unnötige Raum verbirgt doch sicher ein Secret. Aber ich kann da drin keinen Safe State setzen, da ich sonst nicht mehr rauskomme. Falls es hier nicht ist. Hier alle Ecken abbrennen. Er hat echt hier ein Secret hingebaut. Mr. Waratendo, ich hab sie. Mr. Waratendo hat sie nämlich noch nicht. Ich hab sie. Und ich kann jetzt endlich sehen, was für ein Stern es hier noch gibt in dieser Welt. Sind jetzt erst die. Ah, und jetzt sind erst die roten Münzen möglich, okay. Warum ist hier jetzt auf einmal eine Wingcap? War die schon immer hier? Ich glaube nicht. Das wäre mir neu. So, dann holen wir jetzt noch die roten Münzen in diesem Part. Habe ich hier die 100 Münzen schon? Ja, okay, sonst hätte ich die jetzt mitgemacht. Nachdem ich die roten Münzen ja schon mal gesammelt habe, weiß ich ja, wo sie so ziemlich sind, alle. Hier war eine. Jetzt mal zurückfliegen und die Wingcap erneuern. Dabei im Sturzflug die hier mitnehmen. Und dann die Wingcap erneuern, falls sich das noch ausgeht. Ja. Eine
war noch hier draußen eine. Ich werde nicht. Mal ein bisschen umsehen hier. Ah, die hier auch. Hoppla. Na, das klappt nicht. Ja, Flygeil, wir wissen, dass du nervst. Feuer. Ne, da oben war keine Red Coin mehr. Wow. Ne, hier war keine mehr, auf keinen Fall. So, jetzt sehen wir nicht den Stern erwischen. So kommt man auch ziemlich leicht zu dem Stern. Überlebe ich das? Nee. Ich schätze mal, das war's hier draußen und ich gehe jetzt in die Pyramide. Ach nee, hier war ja noch eine. Ich glaube, die restlichen zwei waren in der Pyramide. Wo könnte hier war noch eine Red Coin. Das war die 7 und wo ist die 8? Hier oben war dann nur noch der Stern. Auch nee, ich weiß schon. Auf der anderen Seite. Sehr schön, dass ich schon mal alle 8 roten Münzen gesammelt hatte. Oder zumindest 7, glaube ich, hatte ich damals. Aber da hat es ja nicht gezählt. Jetzt habe ich alle 8 roten Münzen. Und der Stern kommt nach draußen. Ah, deswegen ist da oben die Spitze und die Wingcap jetzt da. Hier, nee, hier ging es nicht raus. Hier ging es auch nicht raus. Da ging es raus. So, damit wäre dann die Wüste abgeschlossen. Nein, boah. Dachte schon, es geht jetzt. Jetzt noch schnell hier raufrennen. Setz dich hier hoch, schnell. Bevor dir die Kappe ausgeht. Ja, das war keine so clevere Idee. Nee, das klappt nämlich noch nicht. Natürlich fliegen wir hier gleich mal an. Komm! Na, jetzt geht sich das nicht mehr aus. Kann ich mir eine neue Kappe besorgen, wenn ich will. Falls sich das noch ausgeht. Ja, das geht sich gerade noch aus. Komm jetzt. So dämlich bist du auch nicht, Mario. Ich wollte. Da, wow. Flygeil. Komm, hoch da. Seht. So, damit wäre endlich die Wüste abgeschlossen. Und
Ich suche jetzt noch mal den Hidden Star in dieser Bay da. Die letzten 10 Minuten. Dann wäre diese Welt auch abgeschlossen. Ich habe immer noch die Vermutung, dass das irgendwas mit diesem Ding hier zu tun hat. Mit diesem, ich lasse mal das Wasser bis ganz nach oben und überflute die Insel. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was ich das bringen sollte, die Insel da zu überfluten. Vielleicht kann ich sie von irgendwo aus noch höher fluten. Das werde ich jetzt mal herausfinden. Hier konnte ich irgendwo das Wasser in die Höhe lassen, wo ich zuerst geglaubt habe, das wäre ein Herz, was mir die Leben heilt. Also hier kann man dann nur zu diesem Stern und sonst nirgends hin, oder? Gibt es hier sonst noch was? Nee. Sieht mir mal nicht danach aus. Sehen wir uns mal von hier oben um, aber ich glaube nicht, dass hier sonst noch was ist. Nee. Von dem her runter da. So, jetzt mal hier umsehen. Aber hier war, glaube ich, kein zweiter Aufgang irgendwo. Hätte ich zumindest nichts gesehen, was darauf hindeuten würde. Da eine rote Münze, den roten Münzstein habe ich schon. Wo ist hier ein Hidden Star? Egal, ich versuche darauf zu tauchen, falls ich es überlebe. Hier ist gerade ein Gumba ertrunken da draußen. Ja, denn durch diese Überflutung kann man an viele Orte gelangen. Zum Beispiel an diesen Ort da drüben, auf die Mauer kann man rauf. Oder so ein komisches Schild war, das mir gesagt hat, ich soll nicht überfluten oder irgend so etwas. Da es mir nichts bringt. Oder irgend so etwas hat es mir gesagt. Ich werde es mir auf jeden Fall dann nochmal durchlesen, denn ich bin mir nicht mehr sicher, was es mir gesagt hat. Aber hier ändert das ja nichts, denn so hoch kann ich es ja nicht fluten. Außer es ist hier oben vielleicht noch ein Herz. Nee. Nur dieser neu gewachsene Baum. Hier das Leben. Kann ich hier noch irgendwo noch höher fluten? Wo könnte man hier einen Hidden Star verstecken? Ja, hier sterben die ganzen Gumbas, da sie ertrinken. Warum? Dieser Baum überlebt. Aber ich kann nicht drauf stehen. Hier ist ein Lakito, der hat sie auch überlebt. Aber mich nicht. Kann ich durch das hier durchschwimmen? Nee, aber drauf kann ich auch nicht. Oder? Doch, könnte ich. Weiß nur noch nicht, was mir das bringen sollte, aber ich werde jetzt mal zu dem Schild schwimmen. Und es könnte sein, dass man meinen Ventilator jetzt die ganzen 14 Minuten gehört hat. Den habe ich vergessen abzudrehen. Habe ich jetzt abgedreht. Tut mir leid, falls man den etwas störend hört im Video.
Hier, dieses Schild. Warum liest du das? Es verschwendet deine Zeit. Aber wenn du schon mal hier bist. Benutze nicht die Wasserdiamanten, um felsige Wände zu erklimmen oder sowas. So wie das hier. Ja genau, ich soll es nicht verwenden. Okay, jetzt mein Safety und hier rausklitschen. Das nicht? Nee, ist anscheinend gut gemacht so. Warum soll ich das nicht erklimmen? Das muss doch heißen, dass hier irgendwo ein Stern ist. Vielleicht hier irgendwo doch noch unter Wasser, aber auch auf so einem Ding. Aber ich will hier keinen Hidden Star finden. Nee, dafür bin ich zu unfähig, um etwas Verstecktes zu finden. Wie hoch ist diese Wand? Viel zu hoch. Dass hier nichts ist, ist komisch. Nur so ein komisches Schild. Das ist. Weiß nicht, irgendwie fehlt da was. Ich kann nicht genau sagen was, aber irgendwas fehlt hier. Ja, ein Stern fehlt hier auf jeden Fall, aber da war gerade der rote Münze, die hilft mir nichts. Ich habe einen Plan. Ich gehe mal kurz aus der Welt hier raus. Und mal wieder rein. Habe eine Idee, wo er noch sein könnte. Ich glaube es zwar nicht, aber es könnte möglich sein. Wo war Welt 9? Der war da unten. Hier. Hidden Star of the Bay, ja. Hier war doch irgendwo ein Warp. Irgendwo hier. Genau, der bringt mich hier hoch. Was ist, wenn ich hier. Okay, hier mal nicht. Warum kann ich hier durchschlagen? Ne, kann ich hier nicht. Vielleicht ist irgendeines hier zerstörbar. Ne. Nein, auch nicht. Nein, das ja auch nicht. Nein. Nein. Ich glaube, das hatte ich schon. Nein, okay. Damit ist auch dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Hab keine Ahnung, wo ich hier noch einen Hidden Star suchen sollte. Deswegen werde ich den Part beenden. Also, bis dann und auf Wiedersehen.